Hallo, willkommen zurück hier bei City Skylines Nummer 6 heißt die Folge und es geht auch direkt los. Es brennt, aber die Feuerwehr ist schon da. Das ist gut. Beim letzten Mal haben wir Buslinien gebastelt. Das ist bisher, na gut, eigentlich ist es eine Übergangslösung, bis wir nämlich U-Bahn haben. Weil, vielleicht wird man das sehen an den Umsteigestellen hier, die gerade zwischen den verschiedenen Gebieten liegen, wird wahrscheinlich relativ viel los sein. Hier zum Beispiel, hier steppt die Bärenfamilie. Na gut, hier ist nicht so viel los. Aber trotzdem, später wird sich herausstellen, dass der Verkehr zwischen den Vierteln, also die wollen ja alle zum Beispiel hier hin, um zu arbeiten und so, dass der nämlich zu groß ist, um den dann wirklich mit Bussen zu handeln. Da müssen wir später auf jeden Fall die U-Bahn für benutzen. Ich habe aber schon einen Plan, das wird dann später noch anders gemacht, aber jetzt gerade haben wir eben nur die Busse und dann nutzen wir die doch. Ich suche gerade eine Bushaltestelle und ich will nicht in den... Hier. Auch hier, das ist eigentlich noch human, hier ist nicht viel los. Warum ist auf der gegenüberliegenden Seite eigentlich keine? Da müsste doch eine sein. Hallo? Oder ist das, Huch, nee. Ah, okay, das ist eine von den Schleifen. Ja, es ist noch ganz human hier mit den Haltestellen. Also hier ist noch nicht zu viel los, das ist alles ganz gut. Aber hier in Freudenstadt, da, brennt's. Gebäude brennt, die Franklin-Residenz. Steht die Feuerwehr einfach mitten auf der Straße. Aber zum Glück ist da kein Verkehr. Gut. Wir haben auf jeden Fall jetzt ein bisschen Kohle. Ich muss auch mal ganz kurz hier bei den Meilensteinen gucken. Wir sind ja jetzt inzwischen eine geschäftige Kleinstadt. Und dürfen deswegen hier andere Straßen bauen und noch weitere öffentliche Gebäude. Zum Beispiel das Ölkraftwerk. Und das will ich mal bauen. Oder will ich das bauen? Oder warte ich lieber, bis ich hier... Ja, das dauert noch ziemlich lang. Das Ölkraftwerk ist zu teuer, was? Das eine Ölkraftwerk, das könnte halt 3 von den kleinen Kraftwerken hier, von den Kohlekraftwerken ersetzen. Na, ich muss erstmal weiterbauen. Ich habe jetzt auf jeden Fall die 44.000. Wir haben hier überall einigermaßen uns abgedeckt. Die Kapazität, wir bräuchten im Grunde genommen eine zweite Oberschule, wobei das jetzt gerade noch so geht. Hier Grundschulen haben wir genug. Ich möchte wirklich gerne das Geld jetzt nutzen, um hier erstmal noch einen Friedhof hinzubauen. Dann kann ich vielleicht hier an diese... Hier ist ja relativ viel... Ja, guck mal hier, da ist relativ viel Platz in der Mitte, da... Stört er nicht so sehr. Aber ich möchte das Geld jetzt auch nutzen, um die Autobahn hier fortzuführen. Das ist ja auch noch ein Anliegen. Ich muss mal ganz kurz husten. Das ist krass. Da startet man die Aufnahme und dann direkt Husti, Husti. Oder so ähnlich. Husti, Husti. Oh Mann, ey. Manchmal frage ich mich auch selber, was falsch ist. So. Hier... Ach ja, richtig. Da muss ich erstmal für eine alternative Route sorgen. Wie wär's denn hier so durch? Hier hin. Und dann reißen wir diese Straße erstmal ab. So, dann können wir nämlich die Autobahn bauen und dann kümmern wir uns nachher um eine bessere Anbindung dahin. So, das... So, ich muss ja sagen, das ärgert mich. Ich gucke ja immer mal wieder bei Gronkh rein. Ne? Ich weiß auch nicht genau warum, aber irgendwie finde ich das spannend zu gucken, wie der so bastelt. Aber, oh, der versteht dieses Tool nicht, ne? Dieses Tool. Das ist hier, dass man im Grunde genommen damit den Winkel festlegt. Und wenn ich zum Beispiel möchte, dass die Straße hier vernünftig angebunden wird, dann denke ich mir hier eine virtuelle Linie und
werde das hier einfach nur so weit fortführen, bis es die virtuelle Linie trifft. Und dann mache ich das so. Na. So. Zack. Und so habe ich eine Autobahn, die nicht seltsam aussieht, weil hier ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Diese gestrichelte Linie, die zeigt halt im Grunde genommen den Endwinkel, den die Straße hier hat, an. Das heißt, wenn ich da keinen Knick drin haben will, dann mache ich die hier so, wie diese Straße hier gedacht fortgeführt würde. Und hier andersrum genauso. Und so habe ich jetzt zum Beispiel eine 90-Grad-Kurve. Was man an dem Winkel, der hier vorne ist, sehen kann. Also ist auch egal. Es ärgert mich einfach nur manchmal ein bisschen. Ne? Aber wir sind hier nicht bei Gronkh. Sonst würde ich viel mehr Videos machen. So. Jetzt passt auch die Richtung. Ja, hier ist nicht ganz schön, aber ist egal. Das fällt niemandem auf. So. Das heißt, wir haben auf jeden Fall unsere Autobahn erstmal bis hierhin fortgeführt. Dann werde ich die jetzt, bis wir dann die später noch weiter fortführen, werde ich die erstmal hier verbinden. Dann spare ich mir später ein paar Auffahrten. Und dann muss ich hier eigentlich nur noch gucken, dass ich hier vielleicht eine schöne Auffahrt oder Abfahrt in dieses Gebiet hier kriege. Es ist ein bisschen dicht dran schon fast. Das ist vielleicht nicht ganz so optimal. Ich benutze mal diese Spuren, diese Straßen, weil die zwei Spuren haben. Und dafür haben die halt dann eine geringere Geschwindigkeit als diese Autobahnabfahrten. Aber das ist jetzt für so kurze Strecken nicht so wichtig. So. Mal überlegen. Dieses ganze Gebiet hier gefällt mir noch nicht so ganz. Das ist mehr aus der Not heraus entstanden, dass ich Gewerbegebiet brauche. Also das ist ja im Grunde genommen, wie es in den Kommentaren schon stand, kein Gewerbegebiet, sondern das ist halt, sind halt quasi Einkaufsstraßen. Ne? Hier gehen die Leute hin, um einzukaufen. Wenn man in Deutschland von Gewerbegebiet spricht, dann meint man ja in der Regel eher so ein Misch aus Industriegebiet und Großhandelsfirmen. Hier, das sind ja wirklich einfach Einkaufspassagen. So, jetzt aber aufhören mit Quatschen. Gibt's noch nicht. Fred. Was möchte ich eigentlich gerne hier etwa anschließen? Hier vielleicht so? Wie habe ich das hier gemacht? Naja, gut, hier. Hier führt die Autobahn ja noch gar nicht richtig durch. Das muss auch noch angepasst werden. Ich mache das folgendermaßen. Ja, so mache ich das. So, das ist eine Einbahnstraße. Das wird die Zubringerstraße. So, das hier ist noch falsch rum. Das kann ich aber drehen. Hier sollen die Leute von den beiden Autobahnseiten drauf fahren können. Und jetzt frage ich mich mal, ob das funktioniert, wenn ich hier... Warte mal, das mache ich lieber mit dem Tool. Ja, warte, so... Na, ich gucke mal, ob ich die hier innen durchführen kann. Geht. Das ist doch gut. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das Tool nehmen. Warum passt das nicht? Gefälle zu steil? Wieso ist das Gefälle zu steil? Ich meine, das ist ja schon unten. Das mache ich nochmal anders.
Hier würde das eigentlich ganz gut passen. Ich muss hier ein bisschen rumprobieren. Also verzeiht. Bitte nicht einsnappen. Ich möchte runter. So. Bitte nicht eingesnappt sein. So, das funktioniert hier doch ganz gut. Machen wir das einfach so. Diese Straße hier weg. Ja, dann will man ja auch später von hier runter. Das ist aber ja gar kein Problem. Das funktioniert so. So. Diese Auffahrt ist jetzt im Moment überflüssig, aber wenn ich die Autobahn hier fortführe, dann brauchen wir die ja noch. Deswegen baue ich die jetzt schon direkt. Und das ist mir zu steil, das will ich nicht. Das muss nicht so steil sein. So, warte. Runter. So. Jetzt ist es nicht ganz so steil. Sieht ein bisschen humaner aus. Okay, die Auffahrt ist immer noch ein bisschen seltsam, aber na gut. Dafür habe ich hier die linke Spur benutzt. Das ist gut. Das freut mich. So, da kommt man rauf. Jetzt muss man irgendwo. Da kommt man runter von der Autobahn und rein ins Stadtgebiet. Jetzt muss man noch irgendwie raufkommen und das lege ich direkt hoch. Und zwar folgendermaßen. So vielleicht. Das wird jetzt eine relativ lange Auffahrt. So, so, so. Warum habe ich das hier eigentlich hochgelegt? Muss gar nicht sein. Warte mal, ich werke hier noch ein bisschen rum. In der Zwischenzeit verliere ich ein paar Einwohner. Ja, gut. Warte mal, dann mache ich mal eben den hier. Haben die überall Wasser? Hier nicht. Jetzt aber schon. Hier funktioniert alles sehr gut, sehr gut. Ich will ja nicht, dass die Stadt in der Zeit, in der ich hier baue, direkt vor die Hunde geht. Das soll ja auch nicht passieren. So. Dann mache ich das hier nämlich noch anders. Das verbinde ich anders. Dann kommt hier die Autobahnabfahrt hin. Oder mache ich die doch vielleicht... Na doch, hier kommt die Autobahnabfahrt hin. So. Dann machen wir das mal... So. Und dann führen wir die nämlich hier unten drunter her. So, das mache ich mal so. Hallo? Müsste das hier nicht einsnappen? Ja, egal, machen wir es so. Das ist gut. Und dann soll man von hier aus ja auch noch dahin kommen. Oh, so ist gut. Schön. Ja, 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 das ist auch ganz gut. Doch, das gefällt mir. Kommt man hier rein in das Gebiet, hier kommt man raus aus dem Gebiet und ja, jetzt muss ich, jetzt wird es natürlich tricky, jetzt muss ich hier noch werkeln. Hoi, das wird jetzt tricky. Dann würde ich eigentlich ganz gerne Pause machen.
Oder ich mache hier auch eine Übergangslösung. Da muss ich keine Pause machen. Ort ist bereits belegt. Ach so, das... So, das ist jetzt eine Übergangslösung. Weil ich ja hier die Autobahn fortführen möchte. Verstehst du? So. Gut, hier staut es sich jetzt, aber egal. Das ist Teil des Plans. Genug Geld habe ich gerade auf jeden Fall. Gerade Straßen. Ach, deswegen snappt das nicht ein. Ah, jetzt sehe ich's. So. Etwa bis hier. Dann geht's hier gleich. Nee, nee, nee. Das möchte ich nicht. Na, nee. Nee, nee, das gefällt mir nicht. Da bin ich jetzt Perfektionist, das mache ich andersrum. Etwa... So. Gut, dann muss ich das natürlich noch drehen. Aber jetzt passt es. So, hui, jetzt muss ich hier Autobahnabfahrten bauen. Das ist an der Stelle natürlich ein bisschen trickiger. Folgendes. Es wird eine Abfahrt für die beiden Gebiete. Das heißt, die müssen auf jeden Fall genug Platz haben. Machen wir doch mal so. Nee, nee. So. Hier runter. Dann führe ich das noch ein bisschen weiter fort. Na, ich mache das ruhig ein bisschen länger, damit die hier halt auch zur Not halt noch ein bisschen stehen können. So und... Nee. Dann mache ich das doch nicht so. Hier ist der Autobahnpfeiler, ne? So... Ist halt ein bisschen schief. Macht ja nichts. So. Jetzt muss man natürlich von dieser Straße auch noch dahin kommen. Haha. Tricky, tricky, tricky. Aber gar kein Problem. Machen wir so. Das könnte eigentlich eine einspurige Straße sein. So. Da brauchen wir keine zwei Spuren. Weil die sich eh erst ab dieser Stelle hier einsortieren, nach links und rechts. Da bin ich mal gespannt, ob das gut funktioniert. Das heißt, diese Straße kann ich schon mal wieder wegnehmen. Ja, jetzt müssen wir noch eine Autobahnauffahrt bauen. Das wird jetzt ein bisschen tricky. Es ist ja einfach... hier ist halt einfach relativ wenig Platz. Da hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Platz lassen sollen. Aber das kriegen wir hin. Da müssen wir auf jeden Fall hochgehen. So nämlich. Oder ob wir sogar noch... Lass mich mal ein bisschen probieren. Das wird schon. Können wir hier. Warum ist hier eigentlich. Was soll das? Wer macht denn hier Gewerbegebiet hin? Nein, nein, nein.
Da soll kein Gewerbegebiet hin. Ich mache das schräg. So nämlich. Keine Angst, das wird so nicht ganz bleiben. So, haha, pass auf. Und jetzt machen wir... Nee, das gefällt mir gerade nicht. Das muss hier nochmal weg. Und jetzt bitte erst runter. So etwa. Da soll kein Knick da oben sein. Muss ich das wirklich so machen, damit da oben kein Knick drin ist? Egal. Also die Richtung der Straßen stimmt jetzt natürlich noch nicht, aber keine Sorge, das kommt. Na, ist das tricky oder ist das tricky? Haha. Ui, das muss ich mir patentieren lassen. So, das kommt weg. Haha. Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir. Ich bin gerade sehr froh. Weil es schon, sieht schon ein bisschen seltsam aus. Hier ist es sehr steil und so. Es sieht seltsam aus, aber irgendwie hat es auch was. Ich bin wirklich sehr zufrieden damit. Und ich glaube, dass es gut funktioniert. Weil es ist im Grunde genommen genau das gleiche Modell wie vorher, nur halt ein bisschen zwischen die Autobahnen gelegt. Und hier fließt der Verkehr, fließt super. Vielleicht muss man hier eventuell eine breitere Straße hinbauen, weil hier relativ wenig Auslaufzone ist. Das, ja, das ist jetzt tatsächlich mal ein Fall für die breitere Straße. Und wenn die breiter ist, mache ich die auch breiter. Die wird zwar nicht voll genutzt, nur vier Spuren davon werden genutzt, aber es gibt halt keine vierspurige Einbahnstraße. Deswegen ist es egal. Und hier können die sich dann schon ziemlich früh einsortieren. Ne? Die fahren dann hier lang, wenn die hier hinfahren wollen und haben halt hier einfach mehr Platz, um sich aufzuteilen, bevor die hier an der Ampel stehen müssen. Damit sich das nicht bis hier hinten staut, wird das mehr in die Breite gezogen. Das ist aber gut, weil die Breite ist der Ampel egal, nur die Länge spielt eine Rolle. Falls... Das klang jetzt irgendwie falsch, aber vielleicht habt ihr ja sogar verstanden, was ich meinte. Wenn ja, dann bin ich sehr stolz auf euch. Hier funktioniert es auch super. Die fädeln sich da schön ein. Ist ein bisschen doof, dass die hier abbiegen, dann auch auf die linke Spur fahren. Das muss ja jetzt nicht sein, also so wie der hier zum Beispiel. Das muss ich nochmal weiter beobachten. Aber solange sich das hier nicht wirklich staut und solange die Autos hier alle durchgehend fahren können, ist ja alles super. Hier ist eigentlich auch alles gut, ne? Es staut sich nicht wirklich. Klar stehen die da einen kurzen Moment, aber das liegt einfach daran, dass da auch noch Gegenverkehr ist. Vielleicht sollte hier dann doch eine Ampel hin, damit die besser fahren können, wenn ihre Phase ist. Ich beobachte das einfach erstmal. Ich habe das hier jetzt einfach mal so ohne Überlegung habe ich das hier mal einfach eingeworfen und gucken wir mal, was daraus wird. Die nutzen hier diese Straßen noch sehr selten, weil die alle hierher fahren. Das ist aber nicht weiter wild, denn jetzt möchte ich gerne diese Straße hier, das kann wohl gerade sein,
hier anschließen. Oder nee, warte. Dann nutze ich auch das hier so. Dann muss ich so machen. So. Hier um die Autobahn herum, da wird überall wieder Gewerbegebiet entstehen. Das hier möchte ich ganz gerne hiermit verbinden. Und dann kommt diese Straße erstmal weg. Hier machen wir eine richtige Autobahnauffahrt raus. Genauso wie hier. Oh, das ist bereits belegt. Okay, warte, das muss ich... Ah, jetzt geht's. So. Denn hier entscheiden die sich ja nicht für eine Richtung. Die entscheiden sich hier vorne für eine Richtung. Und dann passt das auch schon wieder. Jetzt ist natürlich der Busverkehr ein bisschen durcheinander geraten, aber das kriegen wir auch hin. Wie sieht das hier aus? Also hier das Ding, das fließt eigentlich ganz, ganz ordentlich. Diese Straße ist jetzt natürlich noch ein bisschen suboptimal. Das kriegen wir auch noch besser hin. Das läuft. Das kriegen wir noch besser hin. Dann machen wir hier mal den. So. Eigentlich möchte ich ja, dass die, wenn die zur Arbeit fahren, nicht hierher fahren, sondern dass die hier eben auf die Autobahn fahren und hier wieder runter dingeln. Das ist eigentlich auch ein sehr kurzer Weg, ne? Du fährst hier auf die Autobahn, fährst hier ein kurzes Stückchen und bist dann direkt hier in dem Gebiet. Es ist vielleicht nicht... Na, dann gucken wir nochmal, wie das hier genutzt wird. Aber so können wir hier dieses Agrargebiet, das zukünftige, noch ein bisschen abstecken. Und... ich muss Julien noch einen Wunsch erfüllen. Nein, Julien. Der Wunsch, der wird dir von Chantal erfüllt. An den du jetzt denkst. Ich erfülle dir einen anderen. Aber dazu muss ich erstmal hier ein Stadtgebiet ausweisen. So, und das ist nämlich der Wohnblob. Also nicht der eine, es gibt natürlich auch noch einen Wohnblob, aber der hier heißt Freudenstadt. Müll! Ja, Müllabfuhr. Wir haben jetzt nur, ach ja, wir haben ja eine zweite Deponie gebaut, aber die erste ist schon voll. Das heißt, haben wir schon Müllverbrennungsanlagen? Nee, die kriegen wir erst bei 7000 Einwohnern. Gut, das heißt, ich muss die Stadt jetzt hier bald mal erweitern. Aber jetzt haben wir auch die Werkzeuge dazu, das ein bisschen fixer zu machen. Hier, diese Abfahrt ist dafür ausgelegt, dass die noch ein weiteres Gebiet versorgen kann. Deswegen ist hier alles zweispurig. Ansonsten hätte ich das ja auch einspurig lassen können, zumindest bis zu diesem Punkt hier. Ich würde dann ganz gern an dieser Stelle quasi noch was abzweigen lassen, das hier hinführt. Hier wollte ich eventuell ja dann Forstwirtschaft hinbasteln. Hier muss auf jeden Fall noch ein Wohngebiet entstehen. Na gut, dieses Abfahrtsgedöns, das mache ich vielleicht noch ein bisschen, das muss ich noch ummodeln, aber das hier, hier, das ist nicht gut. Warum stehen die da so lange? Warum teilen die sich hier nicht richtig auf? Diese Straße hier ist vielleicht ein bisschen doof, weil dadurch dieses Straßenstück sehr, sehr kurz ist. Das ist nicht gut. Aber das hier kriegen wir dann gleich auch in den Griff. Ich meine, die hier können immerhin noch vorbeifahren und dann hierher tingeln. Ja, das Problem ist die Anbindung von dem Gewerbegebiet. Ich muss dazu sagen, so habe ich auch noch nicht vorher gebaut.
Ja, das Problem ist hier, diese Kreuzung ist zu kurz. Dieses Straßenstück ist zu kurz. Das heißt, diese Kreuzung hier müsste weiter nach da verlegt werden. Hier ist auch relativ viel los auf dieser Straße. Aber, na gut, das liegt jetzt an den Müllwagen. Aber die fahren ja auch eigentlich durchgängig durch hier. Das ist... Gut, aber das, da weiß ich schon, wie wir das in den Griff bekommen. Das regeln wir dann später, nämlich in der nächsten Folge, die hoffentlich bald erscheinen wird. Und ich sag bis dann, auf Wiedersehen.